In diesem Video probieren wir nur mit den Schießeisen mindestens 15 Kills zu machen und natürlich die Runde zu gewinnen. Hallo, ich bin Schanzke am Start heute mit einem neuen Video und zwar, wir befinden uns immer noch aktuell mitten im Eventmonat der Fortnite-Mares und oh mein Gott, here we go, Freunde. Mit den Fortnite-Mares gab es ja auch zwei temporäre Items, die hinzugefügt worden sind. Einmal hier unter anderem das neue Schießeisen und die Giftarmbrust, die ja jetzt auch quasi neu mit dem Patch 6.2 hinzugefügt worden ist. Das wisst ihr aber auch alle schon und das ist auch nichts Neues. Das Besondere bei diesen beiden Waffen ist einfach, dass am 26. November die Fortnite-Mares, sag ich mal, beendet sind und dann auch diese beiden Waffen wieder aus dem Spiel entfernt werden. Und deswegen, Freunde, wird es heute ein sehr besonderes Video geben, nämlich wir werden heute die Schießeisen-Only-Challenge machen. Bei dem Schießeisen ist es eine sehr besondere Waffe, nämlich ihr habt einmal die Möglichkeit, die 6 Schuss ganz schnell aus der Hüfte abzufeuern, um den Gegner natürlich auch in Nahkampfsituationen ordentlich wegzufetzen. Und dann, wenn er auf Distanz ist, könnt ihr auch noch anvisieren und die Schüsse nacheinander sehr präzise abfeuern. Es ist quasi eine verbesserte Variante. Oh mein Gott. Des Revolvers. Und oh, ich habe gerade wirklich schon das Schwitzen bekommen, Bruder. Nämlich, es ist eigentlich gar nicht so einfach, diese Waffe zu finden. Also zumindest, ich finde eigentlich sonst immer das grüne Schießeisen. Und jetzt haben wir hier wirklich mal die blaue Variante gefunden. Ich habe auch gerade schon einige Runden gezockt, Freunde. Und ist gar nicht so einfach. Nämlich, wir werden heute probieren, damit mindestens 15 Kills zu machen. Und natürlich auch die Runde zu gewinnen. Also es wird auf jeden Fall ziemlich interessant werden. Ich bin gespannt. Die Waffe ist relativ schwierig zu spielen, weil... Es ist, ich sag euch ganz ehrlich, Freunde, es ist fast unmöglich, mit nur ein Schießeisen 15 Kills zu machen. Also wir brauchen hier wirklich mindestens die doppelte Variante. Bruder, diese epische Variante vom Schießeisen, das ist Schicksal. Die sehe ich wirklich ultra selten. Also, boah, das ist ja seltener als eine goldene Scar, Safe Call. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier noch ein bisschen Medics. Und dann sind wir richtig gut equipped, Freunde. 15 Kills, let's go. Ich bin heiß. Ihr seht schon, nämlich diese 6 Schuss, die sind wirklich richtig schnell rausgeschossen. Und man muss die natürlich auch erstmal treffen. Das ist die nächste Herausforderung. Aber wenn die treffen, dann tut es auf jeden Fall ordentlich weh. Und das Problem ist halt, wenn wir nachher im Endgame Gegner kriegen, die anfangen zu bauen, wird es ziemlich... schwitzig werden. Das Besondere bei dieser Waffe ist natürlich auch die coole Animation, Freunde. Die Waffen drehen sich halt immer, wenn ihr nachlädt, wenn ihr wechselt, drehen sich diese Teile. Das ist einfach wirklich eine sehr besondere Lucky Luke Waffe. Also wirklich, man fühlt sich einfach wie Lucky Luke, wie ein Westernheld. Und auch hier wieder die Skin-Kombination, Freunde, finde ich on fleek. Das ist übrigens die zweite Variante des Omegas. Also bei dem Omega, für die Leute, die damals schon gespielt haben. Hier unten ist einer. Warte, Freunde, wir müssen uns kurz konzentrieren. Wo ist der? Der rennt hier unten rum, das ist ein Freekill. Puh, 76 Schaden, Alter. Tschüss, 76 Schaden ist schon ordentlich. Also, wie gesagt, ich habe die eben. Das ist, glaube ich, das zweite Mal, wo ich jetzt wirklich diese epische Variante gefunden habe. Wir werden natürlich auch hier das Rift to go mitnehmen, falls es mal ein bisschen enger wird und die Gegner wieder am Schwitzen sind. Dass wir schnell abhauen können. So, wir werden jetzt auch gucken, ob hier einige Palettis rumliegen, weil materialstechnisch bin ich gerade nicht so zufrieden. Wir müssen auf jeden Fall uns einen kleinen Puffer schaffen. Und, boah Gott, hier sind schon die Nächste unterwegs. Also hier fliegen schon einige Leute rum, die wir uns gleich noch holen können. Ich muss auch zusehen, dass wir hier nicht zu lange irgendwie Materialien sammeln. Weil wir müssen natürlich auch dementsprechend hier die Kills hinkriegen. Ja, das ist unmöglich, den da zu kriegen. Boah, diese Animation ist echt geil, ne? Von den Schießeisen könnt ihr sagen, was ihr wollt. Auch wie er die so in der Hand hält, ne? Wie so ein richtiger Bösewicht. Ja, okay, die fighten da miteinander. Easy peasy. Ich werde mal gucken, ob hier noch irgendwas Sinnvolles rumliegt, was wir mitnehmen können. Am besten wäre natürlich, wenn wir Triple Schießeisen spielen können. Das wäre wahrscheinlich die beste Variante. Und die sicherste. Weil auch diese 12 Schuss aus diesen beiden Waffen werden wir wahrscheinlich gleich im Laufe des Spiels sehen, sobald die Gegner anfangen zu bauen. Die sind so schnell rausgefeuert, dass es wirklich mega anstrengend wird. Hier ist auf jeden Fall erstmal Ruhe. Tilted Towers gehört uns, Freunde. Die wissen, dass wir hier patrouillieren.
Dann werden wir uns jetzt den High Ground holen und dann werde ich die einfach mal ein bisschen pushen da. Naja, die fighten da. Das am besten ist natürlich, wenn sich zwei streiten, freut sich der Paulberger Standard zu dem Skill als drittes. Und einen haben wir auf jeden Fall der Auge gemacht, der sich wahrscheinlich wundert, wieso wir die epische goldene Scar nicht mitgenommen haben. So, hier. So. Wichtig, 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 wichtig. Hier unten ist noch einer. Okay, easy, Leute. Das waren easy zwei Kills gewesen. Die haben schon gut Schaden gehabt. Ihr könnt selbst mal mit der Waffe probieren zu spielen. Ist äußerst tricky. Ich sag euch, Freunde, das ist wirklich äußerst tricky. Und ich sag mal so... Oh, dicke Hits hat er hier kassiert. Dicke Hits, Junge. Da weiß er, was los ist. Disco Boy. Hier habt ihr auch nochmal gesehen, wenn man gut anvisiert, ist sie wirklich äußerst präzise gehalten. Also man kann damit auch ein bisschen was auf Distanz reißen. Jetzt ist die Frage nur, wo der hingelandet ist. Ah, ist abgehauen. Ist er lieber auf Nummer sicher gegangen, weil er wusste ganz genau, mit Lucky Luke sollte man hier lieber nicht rumspielen. Mich getrappt. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Können wir auch froh sein, dass er sich noch keinen Trank gedrückt hat. Komm, bitte noch. Wenigstens Minis wären gut. Oder ein Biki. Ah, Minis, siehste. Wenn ihr wollt, Freunde, dass ich das Ganze auch mit der Armbrust mache, also dass ich quasi mal eine Runde spiele, wo ich nur mit der Armbrust probiere zu gewinnen. Also ich mit der Armbrust ist, glaube ich, wahrscheinlich unwahrscheinlich, mit der über 10 Kills zu kommen. Das ist sehr, sehr tricky. Gucken, ob hier noch ein 50er rumlag. Aber auf jeden Fall materialtechnisch gefällt mir das Ganze hier schon mal sehr, sehr gut. Also Freunde, wenn ihr mal wollt, dass ich nur mit der Armbrust spiele, weil die Armbrust, oder Gift-Armbrust ist das ja, auch exklusiv nur für die Fortnite-Mers hinzugefügt worden. Lasst mal hier 20.000 Likes da. Dann werde ich das Ganze mal mit der Armbrust probieren und den Sieg auch mit der Waffe holen. 7 Kills, ich bin zufrieden. Also wir sollten hier uns, wir dürfen natürlich auch nicht zu offensiv reingehen. Oha. Okay, dann müssen wir zurück, Das Problem ist einfach nur, der hat Highground gehabt. Und am besten ist es mit den Waffen immer von weiter Distanz präzise 1-2 Hits zu landen, nachzuladen und dann zu pushen und dann easy peasy, Freunde. Das ist wirklich ein einfacher Kill. Aber den Highground hier abgeben auf Krampf, um da den Kill zu holen, das wäre wahrscheinlich nicht so schlau gewesen. Und man weiß auch gar nicht immer, wie gut die Spieler sind. Hier fliegt noch irgendeiner rum. Oder... Hier ist auch noch einer. Oh, starke Hits, jetzt können wir pushen. Nein, er springt einfach runter. LOL. Schnell den 50er rein. Ja, der oben, der baut sich erstmal auf Safe. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Ich hoffe nicht. Weil ich würde gerne die Grappler noch mitnehmen. Okay. Schade, das wäre der 8. Kill gewesen gerade. Bruder Wolf, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, wir müssen kurz Rückzug machen. Ich muss nachladen. Das Problem normalerweise, ich würde ihn challengen. Aber er hat den Wolf-Skin, also ist das auf jeden Fall ein ordentlicher Schwitzer. Bruder, habe ich gar keinen Bock jetzt. Ich weiß, Leute, man soll nicht immer so auf Skins gucken. Es gibt auch sehr viele Wolf-Spieler, die schlecht sind. Aber wer das Teil jetzt schon sich freigespielt hat, sage ich nur durch Battle Pass. Und eventuell durch diesen Bug, der entstanden ist, ist das auf jeden Fall guter Suchti. Aber man braucht immer nur Geduld, Freunde. Wir holen die Leute einfach ein bisschen später. Mit der richtigen Taktik klappt das auch. Ich weiß nicht, ob der da oben noch drinne hockt. Aber ich glaube, die fighten da hinten. Ja, die fighten da hinten noch. Weil da war ja ordentlich was los gewesen.
Da müssen wir jetzt natürlich jetzt rein. Da können wir einen Kill stehlen. Siehst du, Freunde? Das war der Wolf. Hier kommt noch einer. Unten rum, ich hoffe, der holt sich jetzt nicht in High Ground. Da auch der schon mal ein Freakle sein. Ich glaube nicht, dass er weiß, dass wir hier sind. Ja, komm ruhig rein, Bruder. Kein Problem. Komm rein. Ich war. Oh! Okay, er weiß, dass wir hier sind. Grüße gehen raus. Hat er einen guten Riecher gehabt? Oder hat er mich gehört? Okay, easy. Wir werden uns jetzt einfach wieder in den Highground holen. Das ist hier was gut gebautes. Hier haben wir ordentlich. Hier wurde schon ordentlich was gebaut. Danke an die Jungs, die hierbei mitgeholfen haben. Oh ja. Oh ja, 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 ja. Das war. Das war lecker, ne? Ach, Mist. Ist das schlecht? Okay, diese 76er, die sind schon echt böse, ne? Ist euch das schon mal aufgefallen? Was mir noch aufgefallen ist, wir haben noch nicht einmal Tilted Towers verlassen. Grüße geht raus. Krank, Freunde. 9 Kills. Sieht gut aus, sieht gut aus. Also ich will jetzt auf jeden Fall, also 10 Kills, sag ich mal, will ich auf jeden Fall voll machen. Obwohl, Freunde, ich weiß, die Challenge 15 Kills ist ordentlich. Ich habe mir da echt ein gutes Maß gesetzt. Aber ich sag dir auch, Freunde, wenn wir jetzt hier gewinnen sollten mit 10 plus Kills, ist das auch schon ausreichend. Also dann freue ich mich definitiv auch schon, weil so weit, ich habe gerade wie gesagt einige Runden schon gezockt, so weit bin ich noch nie gekommen. Aber wir haben auch krass halt blau und episch. Ist schon ordentlich. So, jetzt können wir nochmal Kills stealen. Wir sind heute auch gut auf 31er Basis unterwegs, sind wir schnell hochrennen da. Wow. Kann man nichts machen. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Nee, 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 Freund Blase. Nicht mit mir. Ah. Hat er gut gemacht, aber gut, okay, wir können halt wenig Pressure fahren, weil wir halt keine Automatikwaffen haben. Okay, Bruder, fürs Erste bist du entkommen, aber man sieht sich in der Runde immer zweimal. Schade. Das wäre theoretisch, hätten wir den einen, der runtergesprungen ist, wäre das schon der 11. Kill gewesen. Aber gut, er war halt ein bisschen schlauer wie wir gewesen. Kann er machen, ist in Ordnung. Lass ich auf jeden Fall zu. Irgendwo war hier noch ein Sniper gewesen. Aber ich weiß nicht wo, der snipt doch hier schon eine halbe Stunde rum. Aber hier sind wir erstmal sicher. Hier können wir uns jetzt einen kurzen Überblick verschaffen. Wo die Leute sich rumtreiben. Okay, also, oh mein Gott. Okay, okay, okay. Also wir haben vor uns direkt einen. Und dann haben wir rechts beim Haus auch noch einen drin sitzen. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Weil das Problem, Freunde, ich würde gerne da reinspringen, aber die können mich so schnell trappen, ich kann gar... Ui. Ich kann gar nicht so schnell zu Spitzhacke wechseln. Also das kann ich schon, das ist aber teilweise auch Glück. Ich kann gar nicht so schnell zu Spitzhacke wechseln und das teilweise zerstören. Und mit den Waffen habe ich halt zu wenig Munition und zu wenig Dings, um da irgendwas kaputt zu schießen. Das ist halt eigentlich das größte Problem. Ich würde gerne wissen, wo der Sniper mit der Barrette ist. Ich sehe nicht. Ich sehe nur die beiden Leute, die da immer noch campen.
Aber ich hab Zeit. Guck mal, sie sehen einfach diese Tomaten und diese Burger hochfliegen. Applaudiert mir! Überleg mal jetzt, guck grad Sniper, was wir hier machen. Dieses Emote ist so geil, ne? Feier ich. Richtige... Okay, ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Richtige Jahrmarkt-Atmosphäre. Ich würde ihn gerne einige Hits drücken. Dass ich schon mal ein bisschen Pressure fahren. Er ist aber zu weit weg. Selbst für die Waffe zu weit. Und ich glaube, die macht auch zu wenig Damage auf diese Distanz. Okay, wir müssen jetzt eh moven. Moven, Uwe. Das ist auch heftig, dass in diesem Late-Game hier noch so viele Leute leben, ne? Auch eine krasse Geschichte. Leben noch 5 Leute. Ja, gut, das... Okay, das war jetzt nicht so nett gewesen, Bruder. Okay. Jetzt haben sie es auf mich abgesehen. Aber das Haus ist hier zum Glück mit drinne. Schnell noch ein bisschen Dings gesichert, ein bisschen Schild. Ja, wir müssen wahrscheinlich einfach abwarten, was die Zone sagt. Beziehungsweise sobald jemand pusht, können wir uns mit einmischen. Aber wenn ich jetzt da vorne reinspringe und der eine Falle place, bin ich weg. Und das sieht mir nicht so aus, Freunde, als würde das kein Sch... Oh, jetzt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der hätte uns einen Headshot geben können, wäre die ganze Runde vorbei gewesen. Grüße gehen raus. Haben wir nochmal Glück gehabt? Boah, ich bin echt geärgert. Da ist noch einer. Der kriegt gerade gut Pressure. Ja, die Würfelmonster machen ihre Aufgabe richtig. Sehr gut, Bruder. Gleich haben wir einen. Den holen wir uns. Wichtiger Hit. Ah, okay, er hat ihn weggelasert. Schade. Hätte nochmal jemand für uns sein können. Zone spielt richtig auf unserer Seite mit. Und der 69er Headshot, Bruder, ich glaube, der hat die nicht so lecker geschmeckt. Also die müssen theoretisch gleich alle moven. Ich warte, bis der da oben im Turm seine Stellung verlässt und dann gehen wir offensiv rein. Bruder, komm jetzt. Hab ich gesehen? Ich würde ihn gerne noch einen Headshot drücken, aber ich hab Schiss. Ich will nicht, dass er weiß, dass ich hier bin. Das soll... Nämlich ein Überraschungs... Oh mein Gott. Okay, here we go. Here we go. Oh. Ho, ho, ho. Oh, 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 oh. 2 Leute noch. Krasse Geschichte. Oh, dicker Headshot. Okay, ich mach offensiv rein. Offensiv rein. Nachladen, offensiv rein. Ey! LOL. Ohne Spaß jetzt. Würde ich jetzt noch den letzten holen, dann hätten wir 13 Kills. Dann hätten wir 13 Kills. So, Freunde, ich mache jetzt den letzten auf Safeness. Wie gesagt, 3-4 Hits anhitten. Dann der Push. Easy. Zone spielt gut auf der Seite. Wir haben hier den High Ground des Todes. Wo ist er? Habe ich keinen Bock drauf, Digga. Kann ich mir 3 Kills, Bruder, er gibt uns den Lucky Headshot. Habe ich keinen Bock drauf, Leute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, Leute. Schade. Ich hätte so gerne die Runde gewonnen, Freunde. Aber ich hoffe, ihr wollt mehr so eine Challenge. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Kommt auf den Kurs ein. Mann, ey, so ärgerlich.